Meine süße kleine Zauberin. Mit dieser Sklavenkrone wirst du mein sein. Sehr gut. Alles niederbrennen. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Bald nennen wir uns Zeitzeugen einer völligen Wiederkehr der Magie. Es ist unser alleiniges Schicksal, diese mystische Kraft rechtmäßig in Besitz zu nehmen. Mit unserer neuen Macht steht uns nichts mehr im Wege. Hurra! Lang lebe Imperator Gestahl! Das hat aber lange gedauert. Wie läuft das Geschäft der Plünderei? Schatzsucher, der die Weltgeschichte auf vergessenen Pfaden nach wertvollen durchstöbert. Ja, und damit willkommen zurück bei Final Fantasy VI. Wir werden Locke erstmal einen neuen Namen geben. Das ist quasi so der Hauptprotagonist des Spiels und dessen kriegt er auch meinen Namen. Und damit ich hinterher die Sprachaufnahme auch richtig justieren kann, sage ich jetzt gleich einmal kurz los. Und los. So, okay. Ich sage lieber Schatzsucherei. Ach was, eher Haarspalterei. Ein Riesenunterschied. Ja, mag ja sein. Egal, hast du mich rufen lassen? Ja, das war ich. Du sollst ein Mädchen treffen. Hoffentlich hat das nichts mit dieser imperialen Magitech-Hexe zu tun. Soldaten vom Imperium verfolgen sie in diesem Moment. Narsche ist ein Klacks für das Imperium. Wir können nur mit Hilfe der Löwen, einer geheimen Widerstandsbewegung, unabhängig bleiben. Diese junge Frau ist für ihre Taten nicht verantwortlich. Sie muss unser Dilemma unbedingt verstehen. Alles klar, dann helfen wir ihr. So, los geht's. Ja, wir müssen sie jetzt beschützen, solange sie da ohnmächtig liegt. Und ja, das wird für uns eigentlich ein Klacks sein, glaube ich. Und wir machen uns trotzdem erstmal schnell einen Quicksave, machen auch mal einen Screenshot. Aber jetzt! Und schauen dann einfach mal. Na, wunderhaft, da ist ja die ganze Meute. Cooper? Ja, das ist... Sind die Mogris, hier Moglis genannt. Mogris, sagt bloß, ihr wollt mir helfen. Natürlich wollen sie. Kupo! Ja, und ich sitze heute in der Küche, weil meine Freundin ist auch da mit Kind und deswegen habe ich das Ganze mal so ein bisschen auf die Küche verlagert. So, und ich werde mal zusehen, dass ich hier jetzt die verschiedenen Charaktere so ein bisschen platziere, so ein bisschen sinnig, damit auch ja keiner vorbeikommt. Und das sollte aber ganz gut klappen, denke ich mal. So, hey, voll Angriff und los. Zack,
Zack. Zack. Und zack. Ja, Mokshu, Mokpon, Mukmuk und Sumok. Mensch, das war jetzt sehr einfach. Und wir machen dann natürlich gleich weiter mit den nächsten. Und kriegen wir erstmal volle Kanne Blizzard ab. Aber auch das haben wir geschafft. So, Benny, Moglin, Mokpu und Mokshi. Das wäre geschafft. Und dann greifen wir wieder an. Mit einem weiteren Blizzard werden wir erheblich geschwächt. Das ist natürlich nicht so gut. Oh, ich weiß nicht, ob man den Lüfter vom Laptop hört. Keine Ahnung. So. Da wäre das dritte Mogri-Team. Also das zweite Mogri-Team. Mog, Maul, Mogtan und Mogul. Und Kampf. Cool. Wir haben einen neuen Tanz erlernt. Ach, das ist ja nice. Das ist ja pretty nice. Okay. Dann werden wir diesen Tanz gleich mal ausprobieren. Abendrequiem. Nicht ohne. Au! Au! Maul ist tot. Und wir haben diesen Kampf geschafft. Und greifen jetzt an. Gegen zwei Lobos und einen Marschall. Okay, das wäre erstmal wieder erledigt. Ich glaube, das können wir aber schaffen. Ja. Gar nicht so einfach. Es ist ein zäher Gegner. Und wir haben nur noch zwei Charaktere zur Auswahl. So, ich hoffe mal, wir schaffen es. Müssen wir eben neu kaufen. Halb so wild, denke ich mal. Und haben es geschafft. Juhu. Danke, Moglis. Wir schulden euch was. Dieser Schalter müsste. So, dann sind wir soweit. Ah, du bist wohl auf. Du hast mich. Ich danke lieber den Moglis. Oh, ich erinnere mich wieder an früher. Weder an früher noch an.
Ah, du hast Amnesie? Oh, ich bin heute ziemlich verwirrt. Ein Mann sagte, es käme bald alles wieder... Mit der Zeit. Ehrenwort, bei mir bist du sicher. Bis dahin bleibe ich bei dir. Ach ja, dieser geheime Eingang könnte eines Tages nützlich werden. Vergiss ihn bitte nicht. Ja, den müssen wir uns tatsächlich merken. Und... wer seid ihr? Ja, wir verpieseln uns besser. Das ist ja blöd. Am besten setzen wir uns nach Figaro ab. Und ich habe übrigens noch keine Lösung für das Problem des Laggens gefunden. Dass das zwischendurch so ein bisschen ruckelt. Vom Ton und vom Bild her. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Das Spiel macht auf jeden Fall einen riesigen Spaß. Und es ist einer der... Super Nintendo, die Titel, die ich immer wieder zocken würde. So, das Wasser einer Steinquelle wird eure HP und MP wiederherstellen. So, wir sammeln erstmal kurz ein paar Items ein. Speichern kurz. Machen Quick Save. Sammeln ein paar Items ein. Weil in Krügen kann nämlich was versteckt sein. Hier wird ein Monster drin sein. Genau, Monster in Truhe. Ein Lobo. War sehr einfach. Ups. Hier haben wir wieder einen Krug, aber da ist glaube ich nichts drin diesmal. Schlafsack erhalten. Ja, ich muss unbedingt was dagegen tun, dass das hier ruckelt. Ich mache sowieso nächste Woche meinen Rechner mal neu. Aber es hat, glaube ich, keinen großen Einfluss auf das Spiel. Bis auf, dass der Ton halt dann auch so dementsprechend verzerrt ist. So, Tonic erhalten. Wir haben hier leider keinen Shop. Und wir sind ja geheilt. Deswegen gehen wir jetzt mal auf die Weltkarte. Und gehen nach Süden, nach Figaro. So, was erwarten uns für Monster? Ja, zwei Laubkerle. Und Dunkelwind. Einmal Tonic geklaut. Das ist ganz gut, weil wir können...